Derzeit kühlt sich die Konjunktur in Deutschland spürbar ab. Ein Grund ist der Abschwung in der Industrie. In den kommenden beiden Jahren gewinnt die Konjunktur wieder an Kraft. In ihrer aktuellen Prognose geht die Deutsche Bundesbank von einem kalenderbereinigten Wirtschaftswachstum von lediglich 0,6% für das laufende Jahr aus. Im Jahr 2020 ist die Dynamik mit 1,2% dann wieder deutlich höher. Im Jahr 2021 könnte sich das Wachstum nochmals leicht verstärken. Vor allem die Exportgeschäfte laufen derzeit nur schleppend. Bundesbankpräsident Jens Weidmann ist aber dennoch optimistisch. Sobald die Auslandsnachfrage in Gang kommt, wird das Wachstum der deutschen Wirtschaft wieder auf einem breiteren Fundament stehen. Der private Konsum und die Investitionen dürften weiter solide zulegen. Die Inflationsrate schwächt sich im laufenden Jahr deutlich ab auf 1,4%. 2020 dürfte die Inflationsrate wieder auf 1,5% und 2021 auf 1,7% steigen. Aus heutiger Sicht überwiegen für das Wirtschaftswachstum und in geringerem Umfang auch für die Inflationsrate die Abwärtsrisiken. Einen länger anhaltenden Rückgang der Wirtschaftsleistung halten die Notenbanker derzeit aber für nicht wahrscheinlich. Allerdings besteht eine erhöhte Unsicherheit. Negative Einflüsse von außen könnten den Abschwung in der auf das Exportgeschäft ausgerichteten Industrie verschärfen oder verlängern. Damit steigt die Gefahr, dass sich die Abwärtsbewegung auch auf andere Branchen überträgt.